So, 31. August, nach Ewigkeiten jetzt mal wieder ein Video. Gab auch eigentlich nicht viel zu erzählen in der Zwischenzeit. Zwischenfrucht hier. Aber warte, lass uns mal eben rüber gehen. Ich habe da gerade mal wieder was entdeckt. Guck mal hier. Pilze. Nochmal eine andere Art. Ja. Da sind immer wieder welche. Der Acker hier, der ist noch nicht ganz so lange. Drecksaat, das müsste jetzt das zweite oder dritte Jahr sein. Hier sind überall welche. Gut, jetzt gehen wir hier langsam in die Ecke. Hier ist natürlich viel Weizenaufschlag, ne? Da ist das Feld zu Ende. Generell bleib mal schnell zu der Mischung. Wir haben hier wieder, wie sonst auch schon, also das ist hier die Reihe mit dem Bio-Strip-Till, hier auch, wo ein bisschen die großkörnigen Leguminosen sind. Daneben sind dann die ganzen feinen Sämereien. Und dann ist eine Reihe von 8 und 7,5, die ist freigelassen. Der Buchweizen kommt ganz gut. Verzehler kommt. Ackerbohnen hatte ich leider nicht so viele dieses Jahr. Die Reihe, die steht gerade ganz gut. Da sind einige gelandet. Aber da sind nur, was sind das denn? Irgendwie sowas so 15 Kilo auf einen Hektar. Für mehr hatte ich nicht mehr. Deswegen relativ erbsenlastig dieses Jahr. Was mich ein bisschen wundert, ich hab relativ viel Weidelgras drin. Wobei doch, man sieht es schon, dass hier in der Reihe, also quasi hier einmal in der Reihe, und der Reihe kommt was. Wir hatten hier generell auf all diesen Flächen, hatten wir im letzten Jahr Windhalm. Und da sagt mir dann doch so ein bisschen, die Böden hier sind noch nicht so weit. Also das ist jetzt hier langsam so, ich muss euch da auch noch die Videos vom Frühjahr mal hochladen. Bin ich alle noch nicht zugekommen. Das sind so Böden, die machen im Frühjahr, wenn es mal feucht ist, die machen oben dicht. Dann hat man Moos drauf und sonstige Sachen und kaum noch Gasaustausch. Und wenn man nach dieser Plant Suppression geht, nach dieser Kurve mit dem Pilz und Pilzbakterienlastig, müsste der Boden hier noch sehr, sehr, sehr bakterienlastig sein. Und entwickelt sich jetzt erstmal dahin, dass die Ungräser erstmal kommen und der Moos langsam verschwindet. Wie gesagt, ich lade irgendwann noch mal die Bilder vom Frühjahr hoch, die Videos. Da sieht man überall noch den Moos. Ich meine, das ist ja jetzt hier scheinbar ganz okay. Ich meine, ihr könnt sehen, das ist jetzt nicht, das ist schon ein bisschen sandig hier vorne. Ne? Also ich sag mal, da hinten zu dem Hochsitz hin, da wird der Boden besser. Aber hier, das ist relativ sandiger Boden. Die haben genau hier, wo der Sand ist, haben die den Weg durchgezogen. Aber ich bin schon mal froh. Ich meine, hier, klar, ein bisschen Moos ist hier überall, aber es wird schon weniger. Man konnte auch im Frühjahr gut sehen und auch nach der Ernte, dass wir wirklich neben der Stoppelreihe, dass wir da so ein 20 cm, ne, Entschuldigung, 10 cm Band ungefähr hatten. Richtig mit Krümeln, mit Regenwurmlosung und alles. Und dann hatten wir halt wieder so ein 10 cm Band dazwischen, wo es relativ dicht war. Ne? Und dann die nächste Reihe wieder. Also es kommt jetzt langsam endlich Leben hier in den Boden rein. Wir haben auch erst die ganzen Mikronährstoffe und Kalk, den ganzen Rest, erst letztes Jahr im Sommer nach Kinzig erstmal überhaupt alles aufgedüngt, weil das war vorher hier alles mit den ganzen Tauschverträgen nicht so sicher. Und jetzt passiert hier langsam was. Ne? So, die Zwischenfrucht, die haben wir, das war erst ein paar Tage nach der Ernte. Ne? Das sind die Flächen, die hier weit weg sind vom Betrieb. So viel Technik haben wir nicht mehr, so viele Leute hatte ich da auch nicht. Und dann war ich auch ewig nicht zu Hause. Dann haben wir es ein bisschen hinausgezögert. Ich glaube, vielleicht so 5 Tage nach Ernte reingedrillt. Aber ich sag mal, es geht noch. Also es kommt hier nicht zu viel Weizen. Und wenn hier doch noch hier in dieser Reihe hier welcher kommen sollte, kann er ja ruhig machen.
Dann habe ich hier halt ein hohes CN, habe ich hier, wo der Mais hinkommt, ein niedriges CN. Und ja, dann kann das, denke ich mal, schon ganz schick werden. Überlege ich gerade, was gibt es denn sonst noch groß zu sagen? Ach, Arten, was ist hier drin? Irgendwas wieder so um 15 Arten. Ich sag mal so die ganzen Klee-Sachen, da sieht man jetzt eigentlich so noch nichts von. Die, na, oder vielleicht doch hier. Ne? Die kommen ja alle irgendwann später erst. Ne? Serradella ist auf jeden Fall drin. Wie gesagt, mehrere Kleearten. Was haben wir denn noch? Da müsste doch die Serradella sein. Bisschen Ölrettich, Erbsen, Sonnenblumen sind eigentlich auch drin. Die kommen doch sonst immer so gut. Naja. Ja gut, wird vielleicht irgendwas nicht gepasst haben dieses Jahr. Sonst in anderen Jahren immer sehr gut, dass ihr wieder davor schon mit vielen Arten irgendwas macht immer. Achso, ja, wie gesagt, mit den, also dieses Jahr relativ weidelgraslastig, weil ja, drüben sagen wir ja indirekt mit den Ungräsern, die hier kommen, dass das jetzt gerade das Stadium ist, was er braucht, diese Early Successfuls. Mit vielen feinen Wurzeln, die das hier so ein bisschen stabilisieren. Ein bisschen erstmal Leben hier reinbringen. Und ja. Ach, guck mal, Regenwürmer auch mal. Das war früher hier in der Mulisa, wenn man hier mit dem Spaten reingegangen ist. Man hat ganz selten mal einen Regenwurm gefunden. Also, da musste man wirklich schon lange was machen. Und ich sag mal, jetzt auch in der Zwischenfrucht jetzt die ganzen Unkräuter hier. Ne? Die stören mich jetzt auch gar nicht groß. Die passen gerade wohl im Moment schon hier hin. Die haben hier irgendwas zu tun. Der Herbert Barz, der hat uns in Brasilien erzählt, der drillt keine Zwischenfrüchte mehr. Der düngt einfach die Unkräuter. Und gut ist das Ganze. So, ich wollte mal eben noch kurz hier gegenüber. Da sieht man hier, das geht hier vielleicht so ein Meter hoch, bisschen weniger Wasser. Hier auch halt wirklich Piss, Sandboden. Und man sieht ja natürlich schon, da steht jetzt deutlich weniger auf dem Sand hier. Das müsste jetzt so, ja, so vielleicht so in 50 Metern müsste das hier besser werden. Ne? Dann wird der Boden auch schon was besser. Was aber ganz interessant ist, ich meine, selbst das hier, das ja doch, so ein bisschen besser sieht man schon, das wird. Ne? Selbst das hier, das scheint hier dieses Jahr weit und breit die beste Zwischenfrucht zu sein. Ich weiß gar nicht, ob die anderen ihre überhaupt schon gedrillt haben. Die waren wahrscheinlich alle mit der Ernte nur so lange beschäftigt. Ich bin da ja so ein bisschen übermaschinisiert. So. Ja. Hier wird der Boden jetzt langsam ein bisschen besser, noch nicht viel, aber ja, dann habt ihr mal so von allen ein bisschen gesehen. Ne? Also, ne, ich meine, klar, hätten wir die jetzt 5 Tage eher reingedrillt, die wären natürlich noch was schicker, aber das ist so richtig erst jetzt die letzten, ja, die letzte Woche ist sie erst so richtig gekommen. Die Erbsen hier, die sind so, ja, vielleicht 25 cm hoch jetzt im Ganzen. Ja, also das könnte was werden. Vom Kultan im Frühjahr, vom Weizen ist hier noch ein bisschen Dünger noch drunter. Das kann die Zwischenfrucht jetzt alle noch schön mit aufnehmen, in Organik umwandeln. Freut der Mais sich nächstes Jahr. Wird noch mal ein bisschen Gülle drauf kommen. Und auswaschen wird hier über den Winter sowieso nichts. Also klar, hier die Sandstellen, die kriegen auch weniger. Die Zwischenfrucht, die wird einiges aufnehmen. Das Weidelgras, das zieht über Winter nachher durch, saugt das alles schön auf, kann dann im nächsten Frühjahr alles schön verrotten. Und der Mais freut sich dann echt über das ganze organische, über die ganzen organisch gebundenen Nährstoffe, die beim Boden haben. Gehe ich jetzt mal so von aus, dass das alles so
gut klappen sollte. Was gibt es denn sonst noch zu sagen? Ja, ich wollte so, glaube ich, die Tage eh noch mal ein Video, noch mal so ein paar Sachen aufnehmen, so ein paar Updates. Da werde ich mir vorher noch mal ein paar Notizen machen. Ne? Genau, sowas haben wir vielleicht hier. Also, ja, da sind Zwischenfrüchte, das Ganze bis da an die Bäume ran, hier auch. Und hier bis zum Wald runter und dann vorm Wald entlang, na, bis, sagen wir so, fast nicht ganz an den Wald ran, so 300 Meter vorher und da hinten auch bis 300 Meter, 200, 300 Meter vorm Wald. Da haben wir ja alles Zwischenfrüchte. Wobei, da sind jetzt hier nur, sind das hier so knapp über 50 Hektar auf drei Feldern. Gut, ja. Viel fällt mir auch nicht mehr ein. Ich lade das gleich mal, glaube ich, aus dem Auto einfach mal so hoch, weil sonst komme ich hier nicht mehr dazu. Ja, macht's mal gut. Bis dahin. Tschüss.